Wie ihr wisst, geht es in meinem Kanal um deutsche Uhrenmarken. Diese habe ich euch ja schon gezeigt, aber von Circula gibt es noch sehr viel mehr Uhren und die gesamte Marke möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Circula ist eine Uhrenmarke mit einer langen Geschichte in der deutschen Uhrenindustrie. Die Familie Huber, die Circula gegründet hat, hat noch eine viel längere Geschichte. Bereits im Jahre 1926 wurde der Huber & Co. Uhren- und Schmuck-Großhandel gegründet. Im Jahre 1955 hat der Sohn des Gründers, Heinz Huber, die Marke Circula ins Leben gerufen, um nicht nur Uhren zu vertreiben und zu handeln, sondern auch Uhren zu bauen. Dann in den 70er Jahren kamen immer mehr Quarzuhren auf, was es den klassischen Uhrenherstellern wirklich schwer gemacht hat, am Leben zu bleiben. Und aus diesem Grunde wurde die Produktion aus Pforzheim, wo die Marke ansässig ist, in ein französisches Dorf nahe der Schweizer Grenze verlagert. Aber leider musste in den 80er Jahren die Produktion dann ganz eingestellt werden, als die Quarzkrise komplett zum Tragen kam. Das hat viele Uhrenmarken getroffen und Circula war eine davon und somit ist die Marke zu dem Zeitpunkt gestorben, tot gewesen, nicht mehr auf dem Markt gewesen. Glücklicherweise hat Cornelius Huber, der Enkel des Gründers der Firma Circula, der Marke Circula, im Jahre 2016 beschlossen, seinen Job als Unternehmensberater an den Nagel zu hängen und die Marke Circula neu zu beleben. Und das nicht nur einfach so, sondern mit einem ganz, ganz starken Bezug zu den Wurzeln der Marke und zum Standort Pforzheim. So sind zum Beispiel die Uhren der Heritage-Serie. Hier haben wir ein Modell der Heritage-Serie in einer Roségold-Variante und einem Automatikwerk oder auch mit einem Handaufzugswerk und einem etwas kleineren Gehäuse. Diese beiden Uhren sind ausgestattet mit klassischen PUW-Werken, Pforzheimer Uhren-Rohwerken aus den 70er Jahren und in diesen Uhren verbaut. Aus diesem Grunde sind diese Heritage-Serien auch limitiert auf 499 Stück. Ich werde euch die Uhren in kommenden Videos noch im Detail zeigen. Die Handaufzugsvariante kostet 778 Euro, die Automatikvariante 925 Euro. Angesichts dessen, was dort geboten wird, finde ich das also auch einen ziemlich fairen Preis. Aber Circula baut auch günstigere Uhren. Hier haben wir die Variante Classic. Hier ist ein Miyota-Werk verbaut und diese Uhr beginnt preislich bei 388 Euro. Insgesamt also ein wirklich schönes Portfolio, basierend auf den klassischen Uhren mit den klassischen Werken aus Pforzheim. Aber bereits vorgestellt habe ich euch ja auch die neueste Errungenschaft. Hier haben wir die Circula Aquasport. Eine, wie ich finde, wunderschön moderne, frische Taucheruhr im Stil der 70er Jahre. Passt wunderbar in das Portfolio. Und insofern freue ich mich sehr, dass die Marke Circula wiederbelebt wurde. Der Cornelius Huber, der aktuelle Chef von Circula, ist sehr, sehr sympathisch. Ich hatte mehrfach Kontakt mit ihm. Ich habe auch in den Kommentaren zu meinen Videos gelesen, dass insgesamt das Antwortverhalten, die Kommunikation vorbildlich ist. Er reagiert auf Fragen, er antwortet. Und auch das Modell Aquasport, was jetzt gerade eben im Vorverkauf ist, ist nicht einfach im stillen Kämmerlein entwickelt worden, sondern er hat im Uhrforum die Kommunikation mit seinen Kunden gesucht und, sofern es in seine Philosophie passte, die Uhr auch angepasst und ein klein wenig verändert. Sowas finde ich ziemlich stark, dazu gehört ein großes Selbstbewusstsein, aber auch eine klare Linie und eine klare Vorstellung davon, wie die Uhr
aussehen soll und wo die eigenen Grenzen sind, damit die Uhr nicht komplett ihre Idee und ihren Charakter verliert. Ich finde, bei den Uhren, die ich bisher gesehen habe, ist das sehr, sehr gut gelungen. Mir ist die Marke überaus sympathisch und ich freue mich darauf, euch in den nächsten Wochen noch weitere Uhren der Marke vorstellen zu können. Wenn euch sowas gefällt, lasst gerne ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr eventuell schon von Circular gehört habt oder ich euer Interesse geweckt habe. Und ansonsten freut euch auf die Videos, die kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.